Hey Leute, heute zeige ich euch mal wieder ein Set von Kobi. Heute geht es um die 2993, den Mark I Mel Nummer C19. Das Set enthält 878 Teile, kostet 49,99 und ich muss sagen, mir gefällt das Set sehr, sehr gut. Es ist ein großer Schritt nach vorne und ich hoffe, dass dieses Set ein Anfang von weiteren großartigen Sets zum Ersten Weltkrieg ist und diese Reihe der 1 zu 35er Sets weiter fortführt. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Bevor wir uns aber das Set ein bisschen genauer anschauen, werfen wir einmal einen Blick auf die Verpackung, die in meinen Augen wieder sehr gut gelungen ist. Hier mit dem Frontdesign in dieser schönen oder eher, naja, nicht so schönen Szenerie aus dem Ersten Weltkrieg. Auch dies ist ein Panzer, der einem Original aus dem Tankmuseum nachempfunden ist. Deswegen hier auch auf der Namensplakette sowie oben links der Hinweis dazu. Da haben wir unten die üblichen Daten. Nichts Spektakuläres an sich. Kommen wir dann aber einmal kurz zu der Rückseite. Hier haben wir dann einmal die technischen Daten sowie zwei Originalbilder und die Funktion abgebildet. Ja, ein netter Karton, das übliche. Machen wir mal weiter. So, schauen wir uns einmal die Minifigur ein bisschen genauer an. Dies stellt hier einen britischen Panzerfahrer dar und ich muss sagen, die Figur gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben hier eine Figur, die ausgerüstet ist mit einem, ja, Schraubenschlüssel oder irgendein Werkzeug eben. Er hat hier seinen grünen Helm auf dem Kopf. Eine schöne Rückenbedruckung, die hier die Koppel darstellt. Hat hier noch braune Stiefel. Das ist natürlich ja auch das neuere Beindesign mit den längeren Beinen und den dargestellten Knien. Auch die Frontbedruckung gefällt mir sehr gut. Mit den vielen Taschen. Die Gesichtsbedruckung ist auch sehr gut gelungen. So, kommen wir dann auch mal zu den Details und Funktionen von dem Set. Erstmal vorab, ich finde, das ist wirklich sehr, sehr gelungen, was hier Kobi abgeliefert hat. Die Ästhetik dieses Sets spiegelt einfach die Panzer, zumindest die britischen Panzer des Ersten Weltkriegs, in meinen Augen sehr gut da. Sie sind vielleicht nicht die schönsten, aber sie sehen einfach mächtig und bedrohlich aus. Auch mit der Farbgebung hier hat Kobi in meinen Augen einen sehr guten Job getan und es ist nochmal ein großes Stück nach vorne vom Mark V. So, fangen wir mal an. Er rollt natürlich. Das kann er auch recht gut, sogar hier auf dem glatten Untergrund. Was kann er noch? Man kann hier seine Kanonen bewegen. Es geht natürlich auf beiden Seiten sehr einfach, sowie die Rohre heben und senken. Dazu haben wir dann hier hinten noch diese, ich sag mal, Hilfsräder. Die kann man hier auch heben und senken. Die gehen hier sogar so weit runter. Die hatten ja einen wichtigen Hintergrund. Das Ganze wird dann natürlich noch im Faktenbereich genauer beleuchtet. Dann haben wir natürlich noch neben dem wunderschönen Farbdesign des Modells Drucke, die hier dem Ganzen nochmal, ja, mehr Detailreichtum verleihen. Hier zum Beispiel ganz viele kleine Drucke auf einmal eins, Roundtiles, die irgendwelche, ja, Luken oder Räder andeuten. Da haben wir vorne noch einmal die Nummer des Panzers, denke ich mal mit C19, sowie den Namen. Ich hoffe, man kann das hier gut erkennen. Ah, der Fokus. Aha, so. Das Ganze auch auf der anderen Seite, zumindest mit der Nummer. Hier haben wir dann auch die anderen Drucke noch. Sonst haben wir noch hier vorne zwei Drucke für zwei Luken. Wir haben hier vorne zwei Lichter. Und ja, hier einmal der Panzer von unten. Der ist auch sehr robust gebaut. Ähnlich gebaut wie der Mark V. Nur eben jetzt mit mehr Farben als dieses. Ja, ich weiß nicht, was war das bei Mark V? Orange oder sowas. Das hier oben zu bauen, das ist kein Spaß. Auch das ranzubringen macht keinen Spaß, aber wenn es drauf ist, dann sieht es sehr gut aus. Wir haben hier drin auch noch eine Luke, aber an die kommt man nicht mehr gut ran und ja, wirklich
Einen Spielwert hat das dadurch jetzt auch nicht, weil man kommt da halt nicht gut ran und eine Minifigur kann man da auch nicht so gut reinsetzen. Aber potenziell würde diese Luke zu öffnen sein. Der britische Panzer Mark I in der Herrenversion wurde 1916 während des Ersten Weltkrieges hergestellt. Er war einer der ersten Panzer, die in der Militärgeschichte eingesetzt wurden. Der Hinweis männlich im Namen bedeutet, dass es sich um eine Variante des Panzers handelte, die mit einer Kombination aus Kanonen in Geschütztürmen an den Seiten des Fahrzeugs und Maschinengewehren ausgestattet war. Die weiblichen Versionen dieses Panzertyps waren mit mehreren Maschinengewehren ausgestattet. Das Fahrzeug wurde von einem Benzinmotor angetrieben, der eine Geschwindigkeit von bis zu 4 Meilen pro Stunde ermöglichte. Es war langsam und sperrig, aber seine Panzerung bot einen gewissen Schutz gegen feindliche Infanterie-Kleinwaffen. Der Panzer Mark I, Nummer C-19, wurde erstmals 1916 während der Schlacht an der Somme im Ersten Weltkrieg im Kampf eingesetzt. Ihr Hauptziel bestand darin, feindliche Befestigungen zu durchbrechen, Stacheldraht zu zerstören und die Infanterie bei der Eroberung von Stellungen zu unterstützen. Obwohl es sich nicht um ein perfektes Kampffahrzeug handelte, spielte seine Präsenz auf dem Schlachtfeld eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Kriegsstrategie. Die noch in der Entwicklung steckende Technik forderte die achtköpfige Besatzung auf das Äußerste. Allein die Steuerung des Panzers war eine schwere Aufgabe. Das am Heck platzierte hölzerne Fahrgestell war zur Steuerung untauglich und wurde ab November 1916 weggelassen. Mit Hilfe der Kettenbremsen den Kurs zu halten, erwies sich als übermenschliche Aufgabe, da hierzu mehrere Soldaten gebraucht wurden. Als einzig gangbarer Weg zeigte sich die Entkupplung einer Kette über ein Sekundärgetriebe, um den Panzer in die gewünschte Richtung drehen zu lassen. Doch selbst das war schwierig, da die Befehle des Kommandanten nur über Klopfzeichen eines Hammers vermittelt werden konnten, denn die Motoren übertönten jede Stimme. Diese körperliche Schwerstarbeit war bei Temperaturen von bis zu 50 Grad zu verrichten. Teilweise waren die Temperaturen so hoch, dass sich die Munition entzünden konnte. Auch Abgase und Pulverdämpfe drangen in den ungeschützten Innenraum ein und machten die Arbeit der ersten Panzersoldaten noch unerträglicher. Ein abgegrenzter Stauraum für Munition und Proviant war nicht vorgesehen, sodass umherrutschende Ballast ein stetes Verletzungsrisiko darstellte. So, und das waren dann auch schon alle Details und Funktionen von dem Set. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Set unten in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abonnement freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Habt jetzt noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.